18. Folge zu Let's Play World of Warships. Wieder dabei der R, wieder sehe ich. Grüße euch. Wir wollen jetzt mal gucken, was die Isokase so drauf hat. Und dazu drücken wir mal gleich direkt ins Gefecht und schauen einfach mal. Das Ding soll ja ungemein schnell sein. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie schnell ungefähr wirklich, aber es soll schnell sein einfach. So, und jetzt haben wir natürlich gleich mit hier fetteren Viechern zu tun. Wir sind jetzt hier in einem Gefecht gelandet, wo es schon Stufe 5 vorherrschend ist. Sollte aber kein Problem sein. Ich werde mir trotzdem das Beste geben. Oh, das war ein gewaltiger Schluck gerade. So, in 10 Sekunden jetzt los. Hier ist das Steuerrad aber immer noch hinten. Oder das ist einfach nur noch ein Symbol. Naja, egal. Zum Glück haben sie noch den Erste-Hilfe-Kasten dann reingeklatscht. 3 Torpedo-Dinger. Da kann man auf jeden Fall viel Spaß haben. Wie viel Reichweite haben die Dinger? Immer noch 6,99. Der Schaden ist auch gleich geblieben, aber es soll ja kein Problem sein. Wir gleich mal zu B dümpeln und das einnehmen, wa? Und dann wollen wir mal die Höchstgeschwindigkeit mal antesten. ...30, 37, 8, 31... ...32... ...33 Knoten. Das sind dann etwa so 50 Sachen, glaube ich. Also 50 km/h. Auch wenn es nicht wirklich nach 50 km/h aussieht. Was war die Umrechnungszahl nochmal? 1,8 Kilometer ist ein Knoten. 1,8 km/h war ein Knoten oder so. 34,1 Sieg, also. Mehr ist nicht. Das Gute ist, das Ding hat ja seine Torpedos ja schön in der Mitte. Damit kann ich 3 zu jeder Seite abfeuern. Gucken wir einfach mal. Da ist die Grenze zu B. Ich weiß jetzt nicht, ob es besser ist, eine Bowie zu haben oder zwei Stufe 4, also Langley und Hoshio zu haben. Noch wurde ich nicht entdeckt. Ich will aber, dass es dabei bleibt. Aber hier überall dümpelt was rum. 13 Kilometer entfernt. Wir warten erstmal, bis B eingenommen ist. Oh, Berg. Hier, so, Land. Voraus gewesen. So, na gut, okay. Ein bisschen mehr Motivation natürlich jetzt hier am Arbeitsplatz. Wir gucken mal schnell. 15, 15, 13, 15. Wir müssen nochmal eine Kehrtwende ziehen hier. Oder, nee, wir müssten jetzt nur noch gleich rausfahren. Wir haben B ja gleich eingenommen. So schön kann es sein. Ja, jetzt geht's hier aufwärts mit den Punkten. B hört uns. Dann können wir jetzt zu A fahren. Weil hier unten, wenn ich so sehe, was hier alles nach unten fährt, können wir uns mal erlauben, nach A zu fahren. So, dann kannst du wieder Gas geben. Wir haben ja noch nichts wirklich gemacht, hier hat, außer jetzt hier rumzufahren, ein bisschen Punkte einzunehmen. Deswegen ist es gut, wenn wir uns hier mal der Flotte hier anschließen, die hier gerade anlegt, ausschwärmt. Okay, da kommt Torpedos. Die werden uns aber nicht gefährlich, wir weichen der die moderat aus. Warum hat hier jemand eigentlich Torpedos gezündet? Ich werd bekloppt. Na gut. Ja, wir müssen nur ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Gut.
Nein, leg mal in die Speerspitze. Engine Boost activated. Die Hauptbewaffnung der Zerstörer sind wirklich die Torpedos, weil alles andere würde nämlich und mich aufdecken eigentlich. So wie die zum Beispiel. Da kommen die Schellen, okay. Da ist ein Flieger, der hat mir jetzt auf jeden Fall aufgedeckt. Was schießt der denn da für Torpedos jedes Mal? Er wird bekloppt. Lass mich erst vorbei, lass mich erst vorbei. Da sieht gut aus. Oh, du brennst. Alter, was schießt denn der für Sch... Achso, nee, den haben wir ja auch, okay. Hab nicht gesagt. Und haben wir hier eine Phönix, okay. Die Dinger haben aber auch schon Torpedos. Der entdeckt mich. Ja, grüße die. Und tschüss. Okay. Da will sie ihn ja wissen. Schnappen wir uns gleich mal. Der ist nahe genug. Oh, den wird's weghauen. Alter, den hat's richtig dahin gerafft. Siehst du schon wieder Torpedos? Gut, wenn die da fliegen, dann werde ich jetzt mal hier. So, entdeckt bin ich ja sowieso. Oh, Land voraus. Hä? Ihr wollt mir doch rollen. Ja, okay. Jetzt kannst du erstmal dich nicht mehr so gut bewegen, wa? Ahaha. Jetzt kann ich dich aber hier. Das gibt's nicht. Wir können uns auf keinen direkten Kampf einlassen hier. Und jetzt hat er hier mein Ruder zersäbelt. Okay.
Will's aber wissen. Der Typ, ey. Ich werde aber dabei bleiben und immer schön einnehmen hier. Oder ich mach mir mal bei und nehme mir da die Trägerschiff mal vor. Werde ich jetzt so machen. Jetzt muss ich nur wissen, wo nochmal, wo die Torpedoboote da von denen sind. Mit 36,4 sind wir nicht gerade sehr gut dran. Der sieht uns denn, wenn wir schießen. Schleichen wir uns hier mal vorbei. Gucken wir mal, wo die Hoshio ist. Bowie, Entschuldigung. Da ist er ja. Ja. Du darfst jetzt Angst haben. Wenn der zurückkommt, dann sieht er mich auf jeden Fall. Schön auf Distanz halten. Wenn ich Pech habe, sieht der mich. Ja, Torpedos ist auch zu weit weg. Ja, wir kommen näher. Den hole ich mir. So, jetzt sind wir langsamer. Okay. Okay, jetzt aber hier. Nein, du wirst deine Flieger nicht losschicken können. Ich werde die vorher in Brand setzen. Ja, jetzt bist du nämlich ungeschützt, du Sack. Oh ja, meine Dinger haben ja auch noch Flakabwehr. Also Flakgeschütze. So, die holen sich den jetzt wahrscheinlich. Dann können wir mal weiterschießen hier. So, jetzt aber. So, dann weich mal dem hier aus. Oh, komm schon, wofür habe ich jetzt die Torpedos losgeschickt? Komm schon, wofür habe ich jetzt die Torpedos losgeschickt? Das ist unfair. Die hätten so gut getroffen. Seht euch das an. Da wäre er niemals durchgekommen. Der hätte niemals überlebt. So, jetzt sind wir wieder getarnt. Dann seht's jetzt weiter. Also wieder anschleichen und rausnehmen. Ich weiß nicht, wann sieht er mich? 8,1 haben wir jetzt. 8,0. Sobald er uns sieht, müssen wir zurückfeuern. 7,5.
7-3. 7-1, 7-0. Jetzt sind wir unter 7. Sobald ich schieße, wird er auf jeden Fall mich sehen. Das ist doch die Idee. Wir nutzen den Berg als Tarnung und hauen wir in die Torpedos drin, die wir noch haben. Und dann jetzt richtig ab hier. Jetzt wurde ich entdeckt. Oh, du wirst dich wundern. Du wirst dich jetzt wundern, mein Freund. Auf Wiedersehen. Schön. Das ist ein etwas befriedigendes Gefühl. So, zurück zum Hafen. Jetzt müssen wir hier unsere Belohnung so geschafft haben. Ja, Meisterschütze. Sehr schön. Haben wir abgeschlossen. Gucken wir mal bei Module. Jetzt können wir nämlich hier eigentlichen Sinnes mal unser Deck ein bisschen schrubben. Hup, was denn jetzt? So, der Server ist momentan nicht verfügbar, versuchen Sie es später nochmal. Alles klar.